Jeder von uns kennt diesen einen Typen, der Autos ein bisschen zu geil findet. Bruder, mein neuer AMG, VW AMG GT, hat einen neuen Lüfter mit Carbon. Bro, was laberst du? Interessiert mich nicht. Zumindest normalerweise. Heute hat es mich schon interessiert. Denn ich war es heute, der die Leute voll gelabert hat. Es wurde krank. Deswegen, Jungs, abonnieren und Ohren steif halten, denn es kommen zwei Parts. Das war viel zu viel für ein Part. Leck mich am Arsch und auch Like und Abo. Yeah! Basket-YouTube! Crazy gerade, Alter. Es ist 25 Grad. Nicht wundern, ich werde gerade von meinem Ventilator von der Seite angetrollt. Also, falls die Audioqualität ein bisschen Trolling-Content mäßig ist. Ich kann nichts dafür, Jungs. Ich muss das machen, sonst kann man kein Trolling machen heute. Ich schwör's euch. Midnight Island RP sieht schon ultra vertrollt aus. Guck mal, das Teil, also wie schlecht. So mit Paint gemacht. 17 Leute, ja, scheiße. Egal, wir gehen drauf. Ja. Man muss, oh, okay, man kommt schon drauf. Oh, die Allowless war mir ein bisschen zu leicht gerade. Das schreckt immer erstmal ein bisschen ab. Sorry. Nee, Ronnie McScheißenzock. Airport. Geil, ich wähle Airport aus und spawn bei diesem Airport, voll gut gemacht. Das war auf jeden Fall genau der auf dem Bild war. Also wenn es jetzt hier nicht irgendwie was zu mieten gibt, dann ist das hier ein versteckter Kameraserver. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also wenn die erwarten, dass du hier ein bisschen in die Stadt läufst. Scheiße beim Zocken, Alter, das kannst du doch nicht erwarten. Wie kann man dir helfen? Jo, ich wollte am Flughafen spawnen, ich bin in der Wüste gelandet. Das ist richtig. Ja, und da gab es kein Fortbewegungsmittel, was ich mir irgendwie kaufen wollte. Ich so, puh. Weil wir eine Ankündigung stehen haben, dass man eigentlich ein Ticket öffnen soll, weil man von uns ein Fahrzeug kriegt. Es gibt ein Einreisefahrzeug. Oh, okay. Welches darf man sich da dann aussuchen? Also was gibt es alles zur Auswahl, wie ein Hart? Oh. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, welchen würdest du nehmen? Ich bin BMW-Freak. Der sieht mir auch am sportlichsten aus, wie jemand, der mir am sportlichsten aussieht. Ja, genau. Da ist ein bisschen BMW ab, oder? Ja, mach einen Deckel drauf beim BMW und dann nehme ich den mit. So, dann hast du den jetzt. Genau, Auto hast du. Sind schon ein paar Leute wach. Ja, aber da war du, da freue ich mich, ne? Genau, also dann viel Spaß dir, wenn noch was ist, dann kommst du einfach zu uns, okay? Tipptopp, wir sehen uns, Meister. Wir sehen uns, mach's gut, viel Spaß dir. Ihr wisst, was ich jetzt sagen werde. Leck mich am Arsch, wie geil ist das denn hier? Einmal was Neues wieder, direkt fürs Video mal was ganz Neues. Ausgesetzt in der Wüste quasi, könnte man so sagen. Sozusagen könnte man das so sagen, ja. Ja, und jetzt auch den Wagen hier mit Drift-Funktion und hier, ne? Wie man das auch nennt, Carbon-Erweiterungs-Game. Ja. Da leck mich doch am Partikelfilter, ey. So, den BMW hier nehmen, Profilbild ändern. BMW-Autos, ja. Geht. Doch, wer sind Sie denn? Mal gerade den neuen BMW gezogen. Ja. Der neue BMW sieht leicht kaputt aus. Ja. Aber lieber kaputten BMW als alles andere, ne? BMW ist der Beste. Mach ein paar Fotos erstmal. Wer ist er? Kenn ich dich? Er freut sich über den fucking M1. Das ist ein fucking geiler Wagen. Was willst du? Bin eher der Freund vom X6M. Hinten um die Ecke steht ein Porsche, das meine. Ja, Porsche ist für die, die keine Ahnung haben. Könnt ihr das liken, wenn ich das bei Twitter poste? Das ist fucking geil. Wer bist du eigentlich? Ich bin neu hier. Ja, soll ich dich, du bist neu hier nennen oder hast du auch einen Namen? Ach so, kannst mich Marcel nennen. Hi, ich bin Leonie. Hi, Leonie. Hi, Marcel. Was ist jetzt die Frage? Was ist jetzt Geld, da hinten oder das Auto? Ich bin für den Hintern. Ich bin auch für den Hintern. Was? Das ist fucking geil, oder nicht? Wann bist du denn gelandet? Eben, oder was? Ja, relativ neu. Wow! Du weißt, dass der noch läuft, ne? Ja, ich will, dass der ein bisschen Krach macht hier. Das ist doch fucking geil, Alter. Hör dir mal den Sound an, Alter. Weißt du, wo mir der Sound noch viel besser gefallen würde? Wo? Nicht im Parkverbot. Vor meinem MD. Alter, weißt du? Nimm das ganz schnell raus. Papi, du legst dich mit. Was hat er getan? Ja. Was ist das? Wir jetzt schon mal den Not-OP herrichten? Oha! Das kostet dich den Kopf, mein Freund. Wieso das? Ich dachte nur wegen dem Bild, was ihr davor alle meintet. Dass das fucking geil ist. Ja. Das ist doch fucking geil, einfach ein BMW so. Ich bin mal weg. Ich glaube kaum. Wieso das? Ist doch fucking geil, oder nicht, der Wagen, Leonie? Willst du nicht mal mitkommen auf die Spritztour? Ja. Pass mal auf, du siehst jetzt zu, dass der aus meinem Parkverbot verschwindet. Warum das? Weil ich darf da stehen, ich habe einen BMW. Wenn ich einen BMW irgendwann fahren dürfte, dann auch. Ja. Sonst lass ich ihn dir abschleppen, gar kein Problem. Ja, hol einen Abschlepper, der schleppt keine BMWs ab, vor allem nicht solche. Das ist fucking geil. Bist du dir sicher, dass du das guck dir den so fucking geilen Wagen doch mal an. Was, Paulchen? Ich habe kein Wort verstanden. Soll ich mal ein bisschen den Motor aufläuten lassen, oder was?
Spaß. Ohren zu halten, Ohren zu halten. Ich schwör's, ich liebe diesen Sound. Mit einem M1 zu flexen. Das ist aber halt dafür ein M1 mit Biturbo und chromlafierten Luftfiltern und sowas. Trotzdem ziehe ich dich komplett ab. Nee, safe nicht. Ich bin mir sogar fast sicher, dass meine Speedunit ihn platt macht. Deine scheiß Speedunit macht niemanden platt. Ich mach dich alle höchstens platt. Pass mal auf, Mäuschen. An deiner Stelle wäre ich mal ganz vorsichtig jetzt. Ich würde auch mal aufpassen, sonst kannst du gleich was fressen. Und zwar mein Stopp, wenn du in meinem Rückspiegel bist. Dass du dich von meinem Grundstück verpisst? Oh, so jetzt? Oh ja, genau so. Ja. Ich kann nichts dafür, dass dein Freund oder Mann nicht so einen fucking geilen Wagen fährt. Oh Gott. Okay. Sieh zu, dass du aus meinem Halteverbot verschwindest. Fucking geil, der Wagen. Und damit ziehe ich euch jetzt ab, ey. Haut rein, man sieht sich. Wenn ihr euch auch mal so einen Wagen leisten könnt. Ach, Leonie, by the way, auf dein Porsche vorhin habe ich draufgespuckt. Nieder mit Porsche. Ich habe noch so viele andere Autos in der Garage stehen. Gar kein Problem. Ist mir scheißegal. Ich habe diesen fucking geilen BMW hier. Also ich sehe hier jetzt schon 4 Leute. Oh, das wird mir stinken, wenn ich du wäre. Der steht in meinem Halteverbot. Ich hätte gern, dass er sofort da verschwindet. Was soll ich da? Erstens mal Halteverbot, zweitens mal Reifen durchdrehen, Gas geben, scheiß Pause halt, ne? Ja, ich bin dann mal weg mit meinem fucking geilen BMW. Kriegst du mir hier nicht eingeholt. Ja, dann versuch's mal. Boah, der BMW ist irgendwie fucking scheiße. Ich kann gar nicht fahren. Alles gut, ich werde nicht wegrennen. Ja, kommst du nicht weit mit deinem BMW? Mehrere fucking geile Sachen auf einem Haufen. Einmal der BMW und einmal ich. Was soll die Scheiße, Jüngchen? Ich komme hier gerade in diesem fucking... in diesem fucking BMW hier an, ne? Und auf einmal diese mit den lilanen Haaren wird komplett verrückt. Also, ich weiß nicht, der BMW ist, ich sag mal so, das ist ein Schlüssel, sagen wir es mal so, wenn du weißt, wie ich meine, für jedes Schloss. Und sie ist komplett wild geworden, ich so, ich brauche keine Frau, soll ich den BMW hat, lass mich in Ruhe, so. Und dann habe ich nochmal richtig, so, richtig einmal nochmal Gas gegeben, ja. Frau Engel, ach, ja. Einmal ihre Sicht der Sache. Und erzähl auch das, wie ich durchgedrückt habe. Ich habe ihn gebeten, hier von meinem, ne, mein Halteverbot. Dann wurde er ein bisschen frech. Dann kannst du dir gerne mal das Bild bei Twitter angucken, was er da gepostet hat. Dann wurde er ein bisschen frech, dann habe ich ihn gebeten, dann habe ich zu ihm gesagt, er soll sich relativ zügig von meinem Grundstück verpissen. Ohne Grund. Ja doch, du stehst im Halteverbot. Ja und? Das ist ein BMW, gilt nicht für uns. Wollen Sie wegen dem Bild Anzeige erstatten? Ich will Anzeige erstatten, weil er hier vor meinem Grundstück steht und auf mehrere Aufforderungen immer noch nicht verschwindet. Gut, dann rufe ich meinen Schlepper an. Ich fahre ihn schon weg, alles gut. Siehste? Ich weiß, dass dir das gefällt, Leonie. Okay, wie alt bist du? 18, dass du meinst, du kannst eine Frau mit deinem Auto beeindrucken? Erstens bin ich 25. Mit der Schrottkarre sicher nicht. Ah, schon wieder ein Mercedes-Fan. Die kommen nicht drauf klar, wie geil es einfach ist, ein BMW-Fahrer zu sein, so. Weißt du, wie ich meine? Oder kann ich was dafür, dass die Mädels von selber kommen, weil ich ein fucking BMW fahre? Ist was. Was ist das denn für eine Schrottkarre? Oh, Alter, ernsthaft, das Gespräch führe ich nie mit dir. Da vorne. Fucking geil. Da hat man der wenigstens BMW mal jemanden dabei auf der Rückbank. Anders als bei deinem hier. Weißt du, wo die anderen sind? Welche anderen? Scheiß drauf. Ja. Geil, ich bin out. Peace out. Boah, jetzt pimp ich den erstmal, Bruder. Es wird Zeit, den zu pimpen. Fucking geil. Boah, fucking geiler Tuner, Alter. Was ist das hier für ein Tuner? Midnight Club. Tuning. Ist jemand zu Hause? Sie haben uns ein Dispatch hinterlassen. Sie wollen Ihr Fahrzeug tunen. Ist das richtig? Ja, goldrichtig. Boah, das kommt aber spät ein bisschen, ne? Aktuell ist es so, dass wir leider aufgrund persönlicher Umstände nicht in der Lage sind, die Werkstatt zu öffnen. Sobald wir wieder verfügbar sind, geben wir eine Meldung raus, ja? Aber mein Auto hat jetzt eine Vollpanne und mir wurde gesagt, ihr seid dafür zuständig. Was mache ich denn da dann jetzt? Dann müssen Sie sich leider gedulden. Aktuell sind wir nicht verfügbar, wie schon gerade eben erwähnt. Willst du mich verarschen? Was soll ich denn mit meinem Auto machen jetzt? Stehen lassen, bis wir wieder verfügbar sind. Ganz einfach. Und wie lange dauert das ungefähr, du Black Arsch? Pass mal auf, wie du mit mir redest, du kleines Kanickel, ja? Pass du mal auf, Alter. Du willst mir jetzt sagen, du bist da als Mechaniker und machst nicht mal deinen Job? Ey, ich sag dir doch gerade eben, dass wir aus persönlichen... Sag mal, verarschst du mich? Weil ihr keinen Bock habt oder so? Habt ihr keine Zeit? Habt ihr keine Lust zu arbeiten? Ich bezahl doch. Ey, ist jemand verletzt? Was ist dein Problem, Junge? Was ist denn sein Scheiß? Warum ist er denn verletzt? Was ist denn passiert? Was soll ihm passiert sein? Was geht denn dich das an? Mein Auto? Nein, was dich das angeht, warum jemand verletzt ist. Ist jemand verletzt und damit ist gut, ja? Mach hier mal nicht einen auf dicken Lucky, Alter. Was ist los mit dir? Hast du Lack gesoffen oder was? Nur mit Idioten hat man zu tun, wirklich. Ja, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Tag und dann kümmern Sie sich halt selber drum. Dann ja, ist das ab sofort nicht mehr unser Problem. Jo, gleichfalls. Ciao.
Geiler Typ, ey. Ist auch noch ein Medic. What the fuck? Moin. Was soll's? Wie fit's denn, Wagen? BMW. Geiles Ding, ne? Lachnummer der Einser. Einstell da, Flohmann. Damit ziehst du nicht mal die Salami von der Stulle, Alter. Welchen Kuhfladenvertreter fährst du denn? Mercedes? Ja, klar, Mercedes. Kann man gerne mal ein Brabus rausholen. Ja, aber darauf mal geschissen. Weißt du, wo Leonie und sowas sind? Wahrscheinlich drinne. Hier? Ja, wenn hier die ganzen Autos stehen, werden sie wohl hier sein. Moin. Einmal kurz weg, danke. Ist das nicht der Tuner? Nein, jetzt nicht. Ja, und du pass auf dich auf, ja? Ja, mach ich. Yo, Lelle, ja. Was geht? Alles gut? Wie hast du mich gerade genannt? Mein Lelle. Mein Name ist Leonie. Leonie, genau, das ist die Abkürzung für Leonie. Lelle einfach, weißt? Ja, das interessiert mich nicht. Ich mag, wenn man meinen Namen ganz ausspricht. Dafür haben ihn meine Eltern mir gegeben. Was kann ich für dich tun? Ich wollte erstmal gucken, was bei dir so geht. Vielleicht hast du Bock, ein bisschen mit meinem BMW rumzufahren. Okay, erklär mir, warum ich mit deinem BMW rumfahren soll, wenn ich 5 andere, viel geilere Autos in der Garage stehen habe. Aber wie geil ist das, was in den Autos ist? In dem Fall bei meinem. Ja. Meine sind definitiv besser. Leo, sogar leer sind sie besser. Leo, du wolltest uns begleiten raus. Ja. Nee, ich bin gerade mit wir Leon. Ja, es ist ja schön, aber sie hat gerade jemanden, den sie gerade behandelt hat und ich wollte gerne mit ihr noch absprechen. Wenn sie wollte mich auch noch behandeln. So, seit wann raucht man überhaupt im Krankenhaus? Ja, direkt raus. Kannst du gerne vor der Tür machen, da steht auch ein Aschebecher. Warum müsst ihr es immer so kompliziert machen? Was? Kompliziert. Okay, pass auf. Kennst du das noch, wenn man bei kleinen Kindern bis 3 zählt? So. Vielleicht am besten da an die Seite hinstellen. Ja, damit man nicht hier im Weg steht. Hat Mutti doch auch einen beigebracht, oder? Was ist los? Was machst du jetzt, Leo? Hast du frei? Sieht das hier aus, als hätte ich frei? Jetzt mal ernsthaft. Ja, es sieht so aus, als würdest du ein bisschen so einen faulen Lenz machen. Ich bin sofort wieder da. Ich muss mal kurz die E-Mail für den Hund mit dem Wasser lesen. Ich bin sofort wieder da. Ich wollte fragen, du hast ja gesagt, du hättest ein paar mehr Autos am Start, so auch. Hallo, hörst du mich überhaupt, Lelle? Lelle? So, was haben wir jetzt da für ein Problem? Ist kein Problem, ne? Ich hab nur wegen Lelle später ausgemacht, wann wir uns treffen, nach der Arbeit und so. So, was? Wie sieht's aus? Nach der Arbeit? Du, klar, können wir gerne machen. Ich bring da meinen Freund mit und dann wird es ein ganz lustiges Dreier-Date. Du hast einen Freund. Ja. Wer bitte? Also, wenn ich mal fragen darf? Oh, ich wüsste nicht, was dich das angeht. Und ich hast bin mir keine sicher, Chance. Und ich bin mir sicher, du lernst ihn früh genug kennen. Ich glaube, er hat keine Chance gegen mich, zumindest in einem Rennen und wahrscheinlich auch in jedem anderen Aspekt im Leben, wo man gewinnen kann. Pass auf, du willst ein Rennen gegen meinen Freund fahren? Ja. Weißt du was? Kein Problem, kannst du haben. Wo ist denn der Loser? Aktuell schläft er noch. Der wird bald wach. Der kleine Loser. Du willst dieses Rennen haben? Ich bin mir sicher, er ist sehr gerne bereit, dich richtig schön zu zerstören. Was machen wir, wenn ich gewinne? So, Lelle, was machen wir denn? Lass doch schon mal ausmachen, was passiert, wenn ich gewinne. Ja, was hättest du denn gerne, wenn du gewinnst? Du musst mit der Niete, die du da Freund nennst, Schluss machen. Muss mit der... Pass mal auf, das Ding ist, das wirst du nicht überleben. Ich glaube, er wird das nicht überleben. Die Flasche. Pass mal auf, das Ding ist, sehe ich für dich aus, als wäre ich mit einer Flasche zusammen. Jetzt mal ganz ernsthaft. Also ich glaube nicht, dass dein Freund dein Temperament handeln kann. Oh, er ist so ziemlich der Einzige, der mein Temperament handeln kann. Ich glaube nicht, dass er der Einzige ist. Ich glaube, der Einzige, der das kann, bin ich. Dafür musst du erst noch ein bisschen erwachsen werden, tatsächlich. Wie alt bist du denn? Ich bin unter Garantie älter als du. Oh, okay, wie alt bist du? Rate. 32? Nein. 33? Ah. Wie alt denn? Viel zu alt für dich tatsächlich. Okay, aber wie alt bist du denn, wenn man es in der Zahl ausdrücken müsste? Ja, dann würde ich 36 sagen. Bin ich jetzt ehrlich zwischen euch zwei. Mir wird's jetzt echt zu blöd. Mach ein Rennen mit einem Freund und hab dann große Schnauze, okay? Ja, kann ich machen. Holt die Flasche her und ich zieh ihn ab und dann kann er meinen Staub fressen. Ich weiß aber nicht, was passiert nachher, wenn du ihn Flasche nennst. Ich glaube, das ist dann mein Fall wird. So, pass mal auf, du Flasche. Jetzt hörst du mir mal zu. Lelle gehört schon quasi zur Hälfte mir. Ich hab sie schon komplett um den Finger gewickelt. Ach, Tuner, hör mal auf zu reden. Geh erstmal deinen Job machen. Hast keinen Bock zu arbeiten und bist deswegen den ganzen Tag hier am Rumharzen. Hey, mach deinen Job, du Idiot. Du kriegst gleich auf lebenslangen Hausverbot in der Werkstatt. Dann kannst du zusehen, wer dein BMW tunt. Du kriegst doch nichts hin in deiner Werkstatt. Ganz ehrlich, das, was mit dem Auto machst, das macht das Auto nur noch schlechter. Da mach ich lieber das Standard-Tuning vom BMW drauf und ist besser. Alter, weißt du, was ich jetzt... Standard-Fang und da von der BMW mit der Dreifachkurbierung an den Pilator gedreht. Mein Gott. Auf mich bestellt.
Ganz ehrlich, Lelle, ich hab's mir anders überlegt. Du bist es gar nicht wert, für dich ein Rennen zu fahren. Mein BMW, der Sprit ist mehr wert. Alles, was du für mich überhaupt jemals sein könntest. Oh, zieh mir jetzt einen Schwanz ein, das ist süß. Genau damit habe ich gerechnet. Völlig okay, wenn du deinen Schwanz gerne lieber abends in die Nachtsichtkommode legst, ist das für mich völlig in Ordnung. Ganz ehrlich, das mache ich auch. Und weißt du, was ich danach mache? Dann hole ich den da aus dem Schrank raus, hole ihn in meinen Kühlschrank, ändere den Aggregatzustand, dann erstarrt der und dann mache ich den kurz, brate ich den schön kurz anbraten. Und dann esse ich den schön und dann ist er schön lecker filetiert und das schmeckt richtig lecker und das ist alles besser, als mit dir zusammenzukommen. Part 2 kommt morgen, Jungs. Ich ändere meine Identität. Ich treffe den Lappenfreund. Ey, da passiert noch einiges, Jungs. Das wurde noch richtig ekelhaft. Leck mich am Arsch und abonniert, damit ihr es nicht verpasst.